Die geflüchteten Ukrainerinnen in Magdeburg kommen bis auf Weiteres in einer großen Sporthalle unter. Die geflüchteten Ukrainerinnen in Magdeburg kommen später in der Messehalle unter. Ein älterer Herr, der mit seiner Frau aus Kharkiv nach Magdeburg geflohen ist, sagt, er hält es dort keinen Tag länger aus. Die geflüchteten Ukrainerinnen in Magdeburg bekommen in der Messehalle belegte Brote. Sie dürfen sich bei der Suppenküche anstellen. Dort bekommen sie altes Gemüse, gelben Salat, altes Brot und pro Person je eine Mandarine, einen Apfel oder eine Banane. Die geflüchteten Ukrainerinnen in Magdeburg müssen sich bei der Ausländerbehörde anmelden. Die Ausländerbehörde hat dafür ein Fenster nach draußen eingerichtet. Draußen warten die geflüchteten Ukrainerinnen bei jedem Wetter im Stehen. Es gibt keine Sitzgelegenheiten, es gibt keine Termine, es gibt keine Sozialarbeiterinnen. Das Fenster geht auf und Namen werden ausgerufen. Wurde der eigene Name nicht ausgerufen, wartet man den ganzen nächsten Tag und weitere Tage. Die ersten kommen um 6 Uhr morgens, fast alle gehen 18 Uhr, ohne weitergekommen zu sein. Die Mitarbeiterinnen der Ausländerbehörde in Magdeburg sind dauerhaft überfordert, denn sie mussten bisher nie richtig arbeiten, haben Arbeiten nicht erlernt. Die Mitarbeiterinnen der Ausländerbehörde in Magdeburg lassen sich keine Frage stellen, sie schreien zurück, sie klappen das Fenster zu, kein Kommentar. Deutschland kauft russisches Gas und finanziert russische Massenmorde. Deutschland liefert weniger militärische Unterstützung in die Ukraine als Estland. Deutschland spricht über die steigenden Benzinpreise. Ukrainerinnen in der Ukraine sterben, was in Litern Benzin aufgewogen wird. Die SPD ist eine Witzpartei. Die CDU ist eine Witzpartei. FDP und Linke sind Witzparteien. Die Grünen wollen eine Witzpartei werden. Die AfD ist keine Partei. Sie ist eine faschistische Vereinigung. Russische Soldaten ziehen mit mobilen Krematorien durch die Ukraine und verüben Massenmorde. Russische Soldaten vergewaltigen Ukrainerinnen vor den Augen ihrer Kinder und Eltern. Russland ist kein Land. Putin ist kein Politiker und ist nie einer gewesen. Dennoch wird er von den meisten Menschen in Russland unterstützt. Deutschland war nie ein Friedensengel. Deutschland ist für den Holocaust verantwortlich, immer noch und für immer. Der Holocaust wurde nicht mit Blumen beendet. Ich will Deutschland mit einer Blume beenden. Ich bin für das hier mitverantwortlich. Die Toten sind nicht mehr verantwortlich, weder für sich noch für niemanden.